Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Das heutige Thema der Freitagspredigt geht um den Ramadan als der Monat der Gaben und der Solidarität, inshallah. Liebe Geschwister, der Fastenmonat Ramadan soll für uns nicht nur eine Zeit der Besinnung und der Enthaltsamkeit sein, sondern auch eine Zeit der Begegnung und Toleranz, der Solidarität und des Zusammenhalts. Dies wird auch durch die in diesem Monat obligatorische Pflichtgabe der Zakat al-Fitr deutlich. Sie ist für einen Muslim verpflichtend, selbst wenn er nicht die Pflicht zum Fasten hat. Selbst für kleine Kinder, für diese zahlen gewöhnlich die Eltern. Und für Kranke ist diese Abgabe verpflichtend, als Nahrung für die Armen vorgeschrieben. So ist von Zaid ibn Khalid al-Juhani, Allahs Wohlgefallen auf ihm, überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Vorbild über den Ibn Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, der Gesandte Allahs war der großzügigste aller Menschen und im Ramadan war er noch großzügiger als sonst. Er war großzügiger als der Wind. Dieses Gleichnis ist es so zu verstehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Diener brachte, subhanallah. Auch wir, liebe Geschwister, sind zu diesem Geben aufgerufen, ja verpflichtend. Der Islam ist eine soziale Religion mit zwei Flügeln, die uns einerseits zur Anbetung an den einen Gott aufruft und andererseits dazu herzlich eingeladen. Und liebe Geschwister, in Deutschland gibt es fast keine Corona-Beschränkungen mehr, dennoch warnen wir, allzu sorglos zu sein. Der Vorstand empfiehlt auch weiterhin, insbesondere bei Gemeinschaftsgebeten mit vielen Teilnehmern nicht auf die Maske zu verzichten.